Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Keine Ahnung, ob Sie das auch schon mal erlebt haben. Aber wenn Sie einen Garten haben oder hatten, bestimmt. Sie kommen nach Hause, nähern sich der Haustüre und da raschelt es im Gebüsch. Und Sie erschrecken. Dann hustet jemand. Und Sie erschrecken nochmals, aber gleichzeitig denken Sie, ein schlechter Mensch würde doch genügend kriminelle Energie aufbringen, um das Husten zu vermeiden. Wenigstens in dem Moment, wo er sein Grime, also Verbrechen, verrichten möchte. Ich denke sowas. Und deshalb bin ich, wenn es hustet, weniger erschrocken. Aber klar, ein bisschen schon noch. Und also, bei uns am Wald hustet es den ganzen Sommer und den ganzen Herbst und schmatzt und macht auch sonst Geräusche im Gebüsch. Und ganz selten sieht man den Huster durch die Dunkelheit huschen. Neulich aber, ich habe nach einer stürmischen Nacht Äste zusammengesammelt, kam ich am Altholzhaufen vorbei. Ich habe ihn im letzten Frühling begonnen aufzuschichten. Und als ich mich bücke, um ins Schlupfloch, das ich an einer Stelle gelassen habe, zu schauen, ist da eine Bewegung. Und ich glaube nur einen kleinen Augenblick lang in die braunen Perlaugen und die Schnauze des Igels geschaut zu haben. Und obwohl ich nicht ganz sicher bin, lege ich nun nur noch ganz vorsichtig Holz auf den Haufen. Lege es so, dass die Äste kleine, noch vorhandene Lücken bedecken. Und wenn ich Moos finde, das sich von Bäumen löst, lege ich es in die Mulden. Ich hoffe, der Igel hat es gut darin, denn ich vermute nun mehr und mehr, dass es einer ist. Denn manchmal sehe ich nun große Blätter vom Ahorn nahe am Eingang hängen. Sie sind zu groß, um durchs Loch zu passen. Aber ich mutmaße, dass der Igel dabei ist, sie hineinzuziehen in seine Höhlen, um mit ihnen sein Winterlager auszustaffieren. Es wird nicht mehr lange brauchen, dann schläft er. Aber weil er ja nicht nur schläft, sondern alle paar Wochen einmal aufwacht, sein Lager verlässt, um zu urinieren und so weiter, sogar um zu fressen, wenn er eine Kleinigkeit findet, hoffe ich, ihn spätestens dann, wenn der Schnee gekommen ist, zu enttarnen. Aber wer weiß, vielleicht ist der Igel dann ein kleiner Dachs. Apropos, ich habe Igel gelesen, erschienen in den Naturkundenporträts bei Matthes und Seitz. Und Sie wissen gar nicht, wie viel ich nun über Igel weiß. Zum Beispiel, dass Igel auf unserem Planeten schon so lange leben, wie die Dinosaurier hier nicht mehr leben. Jedenfalls ungefähr. Und dass der Igel sich für Äpfel nur dann interessiert, wenn er einen Wurm darin vermutet. Sowas auch. Ich kann es Igelkundschaftern nur empfehlen. Verena Offermann hat es geschrieben. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.